und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute nehme ich euch einmal mit zum Kehlsteinhaus. Man startet unten in Berchtesgaden und fährt von dort aus mit dem Bus rauf. Man kann natürlich auch zu Fuß raufwandern, ist dann aber halt schon sehr sportlich. Deswegen würde ich schon die Busfahrt empfehlen. Die ganze Fahrt dauert vielleicht so um die 15 Minuten. Anfangs fährt man durch einen bewaldeten Bereich, aber später bekommt man dann einen richtig schönen Rundumblick auf die Voralpen. Man kann bis hinten zum Königssee sehen und natürlich runter auf die kleineren Gemeinden wie eben Berchtesgaden, Schönau und so weiter. Die Busfahrt endet dann etwas über 100 Meter unterhalb vom Kehlsteinhaus. Man landet also quasi auf diesem Busparkplatz da oben. Von dort aus könnte man dann auch wieder entweder zu Fuß bergauf steigen. Das ist dann nicht mehr ganz so anstrengend und dauert vielleicht so um die 15 Minuten. Ich empfehle aber die Fahrt mit dem Aufzug. Das heißt, man geht durch diesen Tunnel hier hindurch, der übrigens absolut beeindruckend ist, weil er einem gar nicht so groß vorkommt, wie er dann tatsächlich ist. Am Ende landet man dann bei dem Aufzug, von wo aus man dann direkt in das Kehlsteinhaus hinauffährt. Und wenn man dort dann aussteigt, kann man sich einmal anschauen, wie das Kehlsteinhaus damals wohl ausgesehen hat, mit diesem riesigen Kamin und den riesigen Räumen und natürlich der wunderbaren Aussicht, die man da überall genießen kann. Jeder Blick aus dem Fenster zeigt auf irgendwelche Berge der Voralpen und ist absolut beeindruckend. Das Kehlsteinhaus selber wurde, ich glaube, 1938 übergeben. Es wurde Adolf Hitler gebaut und auch geschenkt. Man sagt, er habe davon nichts gewusst, also dass die Bauarbeiten quasi ohne sein Wissen stattgefunden haben. Ob dem wirklich so ist, weiß ich nicht. Das Ganze wurde halt noch vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und die Leute, die dort gearbeitet haben, die waren auch freiwillig da bzw. waren bezahlte Kräfte und keine Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg oder zum Ende des Krieges hatte man dann wirklich überlegt, also die Alliierten hatten überlegt, ob sie das Gebäude sprengen wollten. Sie haben es dann glücklicherweise stehen lassen. Viele Gebäude von verschiedenen Generälen und Mitarbeitern von Adolf Hitler wurden dann zwar zerstört, auch der Berghof von Adolf Hitler selber wurde zerstört, aber das Kehlsteinhaus blieb erhalten und es hat sich seitdem zu einem Touristenmagnet entwickelt. Selbst an dem Tag, wo wochenlang vorher geregnet hatte, das war der erste schöne Tag wieder nach langer, langer Zeit, als wir da hochgefahren sind und da oben waren tausende Menschen. Wir waren schon sehr früh unterwegs, wir haben morgens den zweiten Bus bekommen und als wir oben ankamen, liefen dort schon mehrere hundert Personen rum und auch während wir oben waren, haben wir immer wieder Leute hinzuströmen gesehen. Also ich schätze, in dem Zeitraum, wo wir oben waren, das waren ungefähr 2 Stunden, waren da oben bestimmt über 1000 Menschen unterwegs. Aber das ist halt normal, eben weil es eins der begehrtesten Ziele in Bayern ist, neben den Königsschlössern und natürlich auch dem Königssee, ist das Kehlsteinhaus, ich glaube, auf Platz 3 der beliebtesten Ausflugsziele in Bayern. Und wenn man da oben ist, kann man es auch tatsächlich nachvollziehen. Es ist ja nicht nur dieses Gebäude, was einen magisch anzieht. Es ist diese Art und Weise, wie man nach da oben gelangt. Bei den meisten Bergen ist es so, man fährt halt mit der Seilbahn hoch oder man muss eben hoch wandern. Hier hat man diese Kombination aus Busfahrt und dann mit dem Aufzug. Es ist übrigens nicht möglich, mit dem eigenen Pkw da hochzufahren. Logisch, die Straßen sind sehr schmal, sehr klein und wenn einem da ein Bus entgegenkommt, dann würde man schon echt Schwierigkeiten bekommen. So, und wenn man dann da oben ist, dann hat man natürlich diese gewaltige Aussicht. Die ist wirklich nur sehr, sehr schwer von anderen Bergen zu toppen, weil man auf über 1800 Meter hoch ist und man sieht halt unglaublich viele Gipfel und man schaut auch unheimlich weit ins Tal hinein. Man kann
bis weit in die österreichischen Alpen hineinschauen. Wie gesagt, hier der Blick auf den Königssee, der ebenfalls wunderschön ist. Wenn man den Königssee von oben sehen möchte, würde ich aber fast empfehlen, auf den Grünsteig hochzuklettern, beziehungsweise natürlich auf den Jänner hochzufahren. Von dort aus hat man nochmal einen schöneren Blick auf den Königssee. Aber wenn es einem nur darum geht, überhaupt mal in dieser Höhe spazieren zu gehen, und das kann man hier sehr gut, weil die Wege sind befestigt, beziehungsweise sind so breit, dass man nirgendwo wirklich mit, ich sag mal, mit Angstgefühlen zu kämpfen hat, außer jetzt vielleicht hier bei dieser Passage, da geht es rechts schon ein Stückchen runter. Und dieser Weg, der da runter geht, diese Stufen, die waren ungefähr so 70 cm breit. Also da muss man schon etwas schwindelfrei sein. Aber ich glaube, das war auch die einzige Passage, wo dies überhaupt der Fall war. Beziehungsweise das Ganze hier ist der Beginn eines Rundweges da oben am Obersalzberg. Den sind wir jetzt nicht gegangen, weil es uns dafür einfach zu warm war. Und deshalb kann ich nicht sagen, ob es da noch Passagen gibt, wo man vielleicht noch etwas mehr trittfest sein muss oder aber ob sich das Ganze dann wieder entspannt. Aber generell, wenn man oben direkt am Kehlsteinhaus ist und dort spazieren geht, da muss man sich keine Sorgen machen, irgendwo herunterzufallen, oder man muss halt achtsam sein, wie halt bei jedem Berg. Ja, ansonsten, man kann es da oben unglaublich schön genießen, man kann sich da oben auch hinsetzen und eine Rast einlegen. Es gibt zwischendurch immer wieder Möglichkeiten, wo man sich einfach mal auf die Steine setzen kann, um die Aussicht zu genießen oder mal eben was zu trinken. Hier seht ihr nochmal diese kleine Passage, das war dann der Kamm, der rüber geht zum Hohen Göll. Das ist dann natürlich ein anderes Kaliber als wie jetzt hier da oben beim Kehlsteinhaus, weil da muss man dann wirklich trittfest und sicher sein. Aber hier, ich sag mal so, wenn man sich normal verhält, dann muss man sich da oben keine Sorgen machen. Wenn man glaubt, man wäre Extremsportler und hat aber vorher noch nie einen Berg gesehen, dann kann das natürlich auch gefährlich da oben ausgehen. Eben wie halt bei jedem alpinen Gelände überhaupt. Auch mit Kindern ist es so. Ich meine, wir waren das erste Mal da oben. Da waren unsere Kinder, ich glaube, 2 Jahre, 6 Jahre und 8 Jahre alt, die drei. Und natürlich kann man die da oben frei rumlaufen lassen, aber man muss halt trotzdem ein Auge darauf haben, eben weil es natürlich auch Situationen gibt, wo es halt wirklich ungünstig ausgehen könnte. Deswegen, wer sich da unsicher ist, einfach die Kinder an der Hand halten, dann ist man zu 100% sicher, oder aber zumindest die Kinder in der Nähe behalten, dass sie halt nicht zu weit weglaufen. Aber man sieht es ja jetzt hier beispielsweise wieder bei dem Gipfelkreuz. Die Wege sind so unglaublich breit, dass man da ganz normal herspazieren kann. Und das mit jedem Alter. Also wir haben da kleine Stöpkes gesehen, die vielleicht gerade laufen konnten, bis hin zu, ich würde sagen, geschätzt 80-jährigen Leuten, die da oben unterwegs waren. Und auch die genießen es natürlich, weil der Aufstieg halt hier in dem Fall entfällt. Man fährt mit dem Bus hoch, danach das letzte Stück halt mit dem Aufzug. Und von da aus geht es bergauf, vielleicht nochmal so 5 Minuten, wo man ganz leicht bergauf geht. Das kann also jeder mit jedem Alter machen. Und auch sehr viele Behindertenausflüge finden dahin statt mit Rollstühlen etc. Ja, es ist für jeden Menschen ist es ein beeindruckendes Schauspiel. Das war es schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin,